The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if He came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Tatkräftiger Glaube. Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Glaubst du, dass das Ende aller Dinge gekommen ist? Dass die Szene dieser Weltgeschichte rasch ihrem Ende zu eilen? Wenn ja, dann beweise deinen Glauben durch deine Werke. Die Menschen zeigen allen Glauben, den sie haben. Einige meinen, sie hätten einen ziemlich starken Glauben. Doch wenn sie tatsächlich einen haben, so ist er tot, denn er wird nicht durch Werke bewiesen. So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Nur wenige haben diesen echten Glauben, der durch Liebe tätig wird und die Seele reinigt. Und doch müssen alle, die des ewigen Lebens für würdig befunden werden, sittlich und moralisch tauglich dafür werden. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie es jener rein ist. Dies ist die Aufgabe, die vor dir liegt. Du musst der Eigensucht absterben und für Gott leben. Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was oben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Das eigene Ich soll nicht zurate gezogen werden. Stolz, Eigenliebe, Selbstsucht, Geiz, Begehrlichkeit, Liebe zur Welt, Hass, Argwohn, Eifersucht und anderen Böses unterstellen. All dies muss überwunden und für immer aufgegeben werden. Wenn Christus erscheint, dann geht es nicht darum, diese schlechten Eigenschaften zu bessern und uns dann für seine Wiederkunft wirklich tauglich zu machen. Diese Vorbereitung muss vor seinem Kommen abgeschlossen sein. Das Thema unseres Nachdenkens, unseres Studiums und der ernsten Selbstprüfung sollte lauten: Was sollen wir tun, um gerettet zu werden? Wie müssen wir uns verhalten, um Gott zu gefallen? Wenn du versucht bist zu klagen, zu kritisieren und dich dem Ärger hinzugeben, deine Mitmenschen verwundest und dadurch auch deine eigene Seele verletzt, gerade dann solltest du tief und ernsthaft und von ganzem Herzen fragen: Werde ich ohne Makel vor dem Thron Gottes stehen? Nur die Fehlerlosen werden dort sein. Keiner wird in den Himmel entrückt werden, während sein Herz noch mit dem Kehricht der Erde angefüllt ist. Jeder Charakterfehler muss zuerst entfernt sein. Jeder Flecken durch das reinigende Blut Christi abgewaschen und all die unschönen und unfreundlichen Eigenschaften müssen überwunden sein. The Lord is coming. Are you ready?